Oh Mann, was kann man hier machen? Fertig, fertig. Nee, machen wir. Machen wir nicht. Müssen nur sparen. Halt, das ist so mega laut, wenn der nachlädt, hier muss man einfach mal sagen. Aber egal. Offensichtlich hier niemand mehr. Kann man aufstehen. So. Ich hätte jetzt echt gern Stuff, dass ich wenigstens so ein Medipack mal machen kann, recht für spätere Notwendigkeiten. Egal. Aber wenigstens kann ich jetzt ein Medipack machen. Verschafft mir schon ein bisschen. Das gefällt mir aber hier gar nicht. So ein langer Gang. Oh. Das finde ich aber gut, dass sie erstmal vorbeilaufen. Die Wichse. Fuck. Braucht monstermäßig viel Muni. Scheiße, ne? Ausgeschaltet, die Freaks da. Ich sag die Medipacken am Arme irgendwie. Will ich das noch nicht, weil ich glaube, da kommt noch einiges. Ich kann später, glaube ich, besser gebrauchen. Was ist das? Wie schön das doch jetzt wäre, wenn hier Medipack rumliegen wird. Das wäre schon leider geil. Müssen wir wohl hier machen. Scheiße.
Was hat der gesagt? Ein Stock runter oder ein Stock hoch? Ich glaube, ein Stock runter hat der gesagt. Mega. Ist außergewöhnlich. Der Grund für die Immunität ist unbekannt. Bisher zeigten alle Fälle, dass die Antigentäter des Cordyceps im Serum und in der Rückenmarksflüssigkeit hoch bleiben. Blutkulturen der Patientin entwickeln unter Laborbedingungen rasant Cordyceps. Die weißen Blutzelllinien bleiben jedoch normal, sowohl prozentual als auch absolut. Es gibt keine Erhöhung des proinflammatorischen Zytokins. Ein MRT des Gehirns zeigt keinerlei Pilzbefall im limbischen System, was normalerweise mit dem Prodrom Aggression infizierter Patienten auftritt. Unser Ziel muss sein, diesen Zustand unter Laborbedingungen herzustellen. Wir stehen vor einem Meilenstein der Menschheitsgeschichte, wie der Entdeckung des Penicillins. Nach Jahren fruchtloser Forschung sind wir fast am Ziel. Haben Erfolge und schenken der menschlichen Rasse wieder Kontrolle über ihr Schicksal. Alle unsere Opfer und die vielen Männer und Frauen, die alles gaben. Es ist nicht umsonst gewesen. Okay. Aber unsere kleine Ellie leidet darunter, das lasse ich nicht zu. Das geht aber nicht. Na bitte. Ah, geil Stuff. Firefly-Anhänger von Brion Stevenson. Okay. Okay. Ah. Endlich mal geil Muni. Ich habe mehr als gebraucht. Das ist anscheinend irgendein Bug. Mei. So, jetzt, wo geht's hier lang? Gut. Ich will ja echt nichts sagen, aber irgendwie sieht das nicht so aus, als ob hier der Ali ist. Leider Gottes. Aber dafür sieht man andere Sachen, die überhaupt nicht gut aussehen. Nur jetzt ist Medipack. Okay. Mal ist Tagebuch lesen. Wir haben endlich die Grenzen von U-Turn überquert. In einigen Tagen werden wir wieder bei den anderen sein. Heute ist die Mannschaft bei besserer Laune. Ich habe mir Sorgen um die Moral gemacht, seitdem Greg und Tanja letzte Woche von uns gegangen sind. Es tut gut, sie mal wieder lachen zu hören. Robin kam zu mir und sagte, danke, dass du auf uns aufpasst, Mali. Es war eine kleine Geste, aber ich habe sie gebraucht. 23. März. Ellie hat es nie geschafft. Wir haben das Krankenhaus erreicht. Es wurde gefeiert, zumindest von den anderen. Sie freuen sich, ihre alten Freunde wiederzusehen. Manche von ihnen haben wir seit über 10 Jahren nicht mehr gesehen.
Nachdem sie mir die Neuigkeit berichtet hatten, konnte ich nicht essen. Ich konnte mit niemandem sprechen. Ich sollte dankbar dafür sein, dass ich noch lebe, aber jetzt will ich nur die Augen schließen. 24. März, sie sehen mich an und ich weiß, wie sie denken. Sie denken, dass wir ein paar unfähige Anfänger sind. Was hätte ich tun sollen? Ich dachte, ich würde sterben. Meine Männer wurden vom gesamten Bostoner Bataillon gejagt. Ich musste sie aus der Stadt schaffen. Wie hätte ich wissen sollen, dass die Firefly-Exkorten bereits tot waren? Verdammt. Dammit. Ich bin in Panik geraten. Letztlich sind meine Wunden schnell verheilt und ihre Männer waren fähiger, als ich erwartet hatte. Mehr als eine Handvoll überlebte den Angriff der Armee. Ich hätte sie bei mir behalten sollen. Stattdessen habe ich sie in die Hände von Schmugglern gegeben. Ich habe die enttäuscht, Anna. Ich habe uns alle enttäuscht. Ich bin eine unfähige Anführerin, okay? 25. April. Ich kann mit ihnen reden. Ich halte die Blicke nicht mehr aus. Hier kann ich nicht bleiben, halt. Hier ist ein Scheißzahn, das gibt's ja gar nicht. 28. April. Unsere Kundschafter hat uns gerade angefunkt. Er hat gesehen, wie ein älterer Mann und ein junges Mädchen den Tunnel beim Busbahnhof betreten haben. Er sagt, sie könnte rothaarig sein, ist sich aber nicht sicher, was, wenn sie es ist. Hör auf, Mali. Der Aufklärungsdruck wird sich auf dem Weg machen. Ich werde mich ihnen anschließen. 28. April. Wenn du dich in der Dunkelheit verirrt hast, suche nach dem Licht. Sie lebt. Sie führen jetzt die Tests an ihr durch. Ich kann nicht sagen, ob ich aufgeregt bin, ängstlich oder bloß nervös bin. Ich weiß nur, dass meine Hände nicht aufhören zu zittern. Okay. Okay, da ist es, okay. Er hat die Kleine von Pittsburgh hergebracht, mehr weiß ich nicht. Das ist halt monstermäßig aufpassen, dass kein Wichser von Seite kommt und so. Fuck. Boah, Junge.